Du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Diesen Wagen schnapp ich mir. Sofort. Zentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Hey, das ist ein Notfall. Wir brauchen die Polizei. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Was zum Teufel? Ja, weiß Bescheid ist, okay? So kann man das also direkt mal verhindern. Was? Boah, Alter, Leute, zieht euch den Wagen rein. Okay, direkt mal dann den Weg markieren und dann fahren wir dahin. Leiterin für das CTOS, Charlotte Gardner. Willkommen, Charlotte. Ich rede immer gerne über das CTOS. Prima, dann beginnen wir. Erklären Sie uns doch zuerst, was CTOS ist. Ich glaube es zu verstehen, aber es klingt nach Zauberei. Die Zukunft beginnt jetzt. Kurz und bündig. CTOS ist eine bahnbrechende Technologie. Wir steigern Effizienz, Komfort und Sicherheit. Die Smart City. Exakt. Charlotte, was ist CTOS? Smart. Das ist ein komplexes System aus Wartung der Infrastruktur. Wasser, Strom, Sicherheit, Abwässer und Verkehr. Im alten System arbeiteten diese Bereiche autark, abgetrennt von den anderen Dienstleistungen der Stadt. CTOS bringt alle Systeme online und verknüpft. Steuerzentren überwachen diese Dienste gleichzeitig. Dank CTOS ist die Wartung einfacher und preiswerter. Das macht die Stadt effizient, wie Sie sagen. Was ist mit den Problemen? Sicherheit? Privatsphäre. Sprechen wir einmal über Privatsphäre. Natürlich respektieren wir Privatsphäre. Zum Beispiel unsere Gesundheitsdienste nutzen, wobei die Akten. Okay, genug darüber angehört. Wie sie teilweise immer noch Englisch sprechen. So. Was ist das? Ist Junge gesperrt, zum Teufel, wie das? Ein Fixer? Ich hab zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Jemand dringt in ihr Spiel ein, Alter. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Den mach ich fertig. Ist natürlich kein echter jetzt. Was heißt natürlich? Ich hab das extra, bevor ich das Spiel gestartet habe, ausgeschaltet. Denn ich möchte mich erstmal auf das Spiel an sich konzentrieren. Denn hier gibt es die Möglichkeit, wie bei Dark Souls, dass du gehackt wirst, beziehungsweise invaded wirst. Dass jemand in deiner Welt eindringt, dich versucht umzubringen oder dich zu hacken, um Erfahrungspunkte zu sammeln, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Hier haben wir das doch hier zum Beispiel. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der sie hackt? Er könnte über ihnen, unter ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Ja. Und das können wir natürlich auch umdrehen, das ganze Spiel. Wir können Scheiße, auch. Er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. So, jetzt müssen wir den finden. Da bist du. Du gehörst mir. Das war ruhig. Hey! Ein Fixer weniger. Wie viele von denen gibt es denn noch? Ich höre Schüsse, Beeilung! Scheiße. Fuck, Bekanntheitsgrad, okay.
Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Genau. Dafür macht man das halt. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Fuck, ey, ich muss hier weg. Kommunizieren die über das Raster. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt im Moment noch offline. Hab das ausgestellt. Öffnen Sie, alles klar, ich soll sogar machen. Okay, alles klar. So. Online-Beschaffung, Online-Hacking, wählen Sie ein Ziel und fordern. Und alles klar. Sollen wir das jetzt machen, oder wie? Online-Hacking wählen und ein Ziel anfordern. Okay. Wie fordere ich es denn an? Das ist die Frage jetzt. Wie fordere ich es an? Keine Verbindung zum Raster. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Aber das muss warten. Ah, siehst du? Alles klar. Der sagt nur, dass ich das ausgestellt habe. Man kann das nämlich im Menü komplett ausstellen, was okay, ja gut ist für mich. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Ich markiere nur mal den Weg kurz nochmal. Aber bestimmt kein typischer Taxi-Service. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Wir wissen es mittlerweile mit der Musik, ja. Jedes Mal, wenn du das Auto startest, geht die Musik an, obwohl du es vorher ausgeschaltet hast. Sorry, sorry. So. Aus dem Weg! So, jetzt gehen wir aber die Mission an. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Tempo! Hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Polizeiverfolgung. Bestehen aus drei Phasen. Scannen, weichen Sie den gelben CTOS-Scannern-Bereichen aus. Verfolgung, hängen Sie die Polizei da, bla bla. So, verlassen Sie den grauen Suchbereich. Okay, alles klar. Alles klar. Aufgepasst. LS beginnt. Scheiße. Okay. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Shit, 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 shit. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Scheiße, schnell beeil dich. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt.
Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann. Komm, wir müssen. Unauffälliges Fahren. Och Gott, nein. Das ist doch nicht mein Ding, ey. Das ist doch nicht mein Ding. Wenn Sie suchenden Gegnern entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich auch mit Kreis in einem parkenden Auto verstecken. Achtung, auf kurze Distanz können Gegner Sie und Ihr Auto trotzdem erkennen. Treten Sie aufs Gaspedal, um Ihr Fahrzeug wieder zu starten. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gaffen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Oh, shit. Die Frage ist jetzt echt, wie wir das machen. Wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abschalte, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Oh shit, Leute, was eine geile Mission. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Oh. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen. Oh fuck, Mann, die sagten ja, du wärst gut. Geschafft! Alles klar, jetzt nur noch zum Krankenhaus. Okay, da sind wir. Geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns. Sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in Eile. Das ist gut. Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche.
Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Okay. Na gut, Leute. Mission beendet. Und den Part beende ich jetzt hier auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, war eine ganz coole Mission, irgendwie so undercover durch die Stadt zu fahren. Mal sehen, was noch auf uns wartet, ja? Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Let's Play. Jetzt quatscht da wieder einer. Jetzt habt ihr Glück gehabt. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Okay. Ja, Leute, dann wisst ihr, was uns im nächsten Part erwartet. Danke fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Ihr kennt das Ganze in den Kommentaren, Bewertungen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr es unterstützen wollt, es euch gefallen hat, dann macht das gerne. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal und tschüss.